Wir spielen ja heute nicht mehr gegen andere Vereine, sondern gegen Staaten. Ich denke da an Abu Dhabi, ich denke an Katar, ich denke an Oligarchen, die Milliarden Vermögen haben und die da reinschmeißen. Und der FC Bayern hat es in den letzten 30, 40 Jahren geschafft, aus eigenen Mitteln diese sehr erfolgreiche Ära zu gestalten. Und darauf können wir, glaube ich, stolz sein. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir mit unseren Möglichkeiten ohne Schulden aus Eigenkapital auch weiterhin erfolgreich sein werden. Und wenn es schon einige Vereine nicht mehr gibt, weil der eine oder andere Staat das Geld abzieht, weil das Öl vielleicht nicht mehr so da ist oder das Gas, dann wird es den FC Bayern auch geben und dann bin ich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich finde, dass unsere Stadt viel mehr tun müsste für ältere Menschen, denn die Kosten in unserem Land steigen und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht in der Lage sind, das zu finanzieren. Unser Staat hat durch die Niedrigzinspolitik, für die er gar nichts kann, in den letzten Jahren Hunderte von Milliarden Euro gespart. Und ich finde, einen Teil dessen sollte er für die älteren Menschen in den letzten Jahren einsetzen, damit sie bessere Lebensbedingungen haben. Für die CSU wünsche ich mir im Herbst die absolute Mehrheit. Und mein Traum wäre es, aber leider unerfüllbar, wenn die AfD nicht in den Landtag käme.